Ist ja völlig normal, dass wir nicht andauernd wie frisch nach dem Zähneputzen riechen können. Mundgeruch ist aber so unangenehm, dass andere direkt die Flucht ergreifen, sobald sie ihn bemerken. Weshalb wir uns jetzt mal anschauen, wo Mundgeruch überhaupt herkommt, wie wir ihn verjagen und vor allem vermeiden können. Jeder kennt das. Morgens aufgewacht, Mundgeruch. Zwiebeln gegessen oder Kaffee getrunken, Mundgeruch. Lange gar nichts gegessen, Mundgeruch. Bei manchen riecht man das nicht nur durch den geöffneten Mund, sondern sogar beim Ausatmen durch die Nase. Schlechter Atem war schon im alten Griechenland ein Tabu. Aphrodite, die griechische Göttin der Liebe, bestrafte die Frauen der Insel Lemnos mit üblem Mundgeruch, weil diese die Göttin vernachlässigt hatten. Deren Ehemänner gingen ihnen daraufhin fremd und wurden dann von ihren Frauen ermordet. Ursachen und Symptome. Was Aphrodite damals bestimmt noch nicht wusste, die Ursache für schlechten Atem liegt direkt in unserem Mund. Hier leben nämlich hunderte von Bakterienarten, die sich nicht nur auf und zwischen den Zähnen, sondern auch auf der Zunge super wohlfühlen. Sie zersetzen Reste von Nahrung und abgestorbene Schleimhautzellen. Und dabei entstehen dann Abfallprodukte, wie zum Beispiel Fettsäuren und Schwefelgase. Und genau die sind der Grund, warum es so schlecht riecht. Speichel arbeitet dagegen, weil er Essensreste und Bakterien wegspült. Deswegen ist Mundgeruch auch morgens nach dem Aufwachen, wenn der Mund ohnehin trocken ist, und bei einem Mangel an Speichel viel stärker. Typische Gründe für schlechten Atem sind damit Zahn- und Zungenbelag, Rauchen, mangelnde Mundhygiene, genauso wie Entzündungen in Hals und Mund. Auch Erkrankungen von anderen Organen, wie zum Beispiel von Leber, Magen und Niere, Diäten oder Veränderungen im Hormonhaushalt können Mundgeruch auslösen. Therapie und Vorbeugung. Das Beste, was ihr gegen Mundgeruch tun könnt, übrigens auch, um ihm vorzubeugen, ist, eure Zähne regelmäßig und gründlich zu putzen. Nehmt dazu am besten auch Zahnseide für die Zahnzwischenräume und vergesst nicht, eure Zunge mitzuputzen. Ansonsten könnt ihr noch eine antibakterielle Mundspülung benutzen und denkt daran, genügend zu trinken, wenn ihr Mundgeruch verjagen bzw. ihm vorbeugen wollt. Wenn der Atem schlecht riecht, weil ihr was Entsprechendes gegessen habt, kann es helfen, grünen Tee zu trinken oder Kaffeebohnen zu zerkauen oder zum Beispiel Petersilie, Minze oder Ingwer. Falls ihr häufiger oder dauerhaft Probleme mit schlechtem Atem habt, dann geht auf jeden Fall zu einem Zahn- oder Hausarzt und lasst nachsehen, wo die Ursache liegt. Das war wieder mal ein Thema aus dem Gesundheits-Einmal-Eins. Denkt daran, der Besuch bei YouTube ersetzt nicht den Besuch beim Arzt. Das Video dient nur der Information und ersetzt keine Behandlung. Bis zum nächsten Mal, gute Besserung und bleibt gesund. Eure Florence.